Was ist unser Anliegen unserer Schule? Wichtig ist uns, dass wir den Menschen nach dem anthroposophischen Menschenbild anschauen, was beinhaltet, dass jedes Kind auch mit einer Behinderung einen gesunden Wesenskern hat. Die Kinder, die in unserer Schule sind, fallen unter den Bereich geistige Förderung. Wir haben aber auch immer mehr Kinder, die aus einer Förderschule kommen und dort das Tempo nicht mithalten oder unter Mobbing leiden mussten und einfach einen kleineren Rahmen und mehr Schutz und Ruhe brauchen, um überhaupt wieder erstmal zu sich zu finden. Man kann doch immer wieder erleben, wie jedes Kind auf seine Weise den Unterrichtsstoff aufnimmt und an ihm auch wächst. So ist eigentlich der letzte Schultag im Schuljahr, wenn die Schüler der Werkstufe verabschiedet werden, für uns alle immer ein ganz großes Geschenk, wenn dann die Schüler, die 12 Jahre bei uns waren und vielleicht sehr hilflose und sehr unruhige und problematische Kinder in der ersten, zweiten, dritten Klasse waren, dann auf der Bühne stehen und sich verabschieden. Und dann stehen sie da und sind wirklich Jugendliche geworden, die ein Ziel vor Augen haben und die ein starkes Selbstbewusstsein entwickelt haben und sich dann auch freuen, dass sie jetzt ihren Weg in die Welt machen können. Während man in den ersten 2, 3 Schuljahren noch ganz stark über das Bildhafte spricht, also bildhaften Unterricht macht, kommt es dann in der Mittelstufe, wenn die Kinder mehr auch nach den Ursachen fragen, dass wir einen Naturkundeunterricht anbieten, wie Physik und Chemie, wo mit den Kindern Versuche gemacht werden. Diese Versuche müssen immer sehr intensiv sein. Es muss ein starker Geruch, es muss ein starker Geschmack sein. Und alles, was ein starkes Erlebnis ist, das erreicht unsere Kinder und weckt sie auf. Und dann müssen sie eben selber tun. Also die Kinder müssen immer aus dem eigenen Erleben zum Verständnis gebracht werden. Und man möchte ihnen nichts eintrichtern, sondern es soll wirklich mit ihrem eigenen Verstehen im Einklang sein. Ich habe die Kinder von Anfang an für Bewegung leicht zu begeistern. So habe ich es ja wahrgenommen. Ich arbeite im Sport viel mit Koordination. Mir ist wichtig, dass die Schüler ihren Körper spüren lernen. Im Endeffekt zwänge ich den Kindern keinen Sportunterricht auf, sondern wir erschaffen den Sportunterricht tagtäglich aufs Neue gemeinsam. Das ist eigentlich genau der Punkt, wieso ich hier bin. Nicht dieses regelmäßige, jeden Tag das Gleiche, das haben wir hier absolut nicht. Hier ist jeder Tag einzigartig besonders. Das Arbeiten in der Werkstufe, das handwerkliche Arbeiten, hat halt von der Tendenz her eher das zu schauen, wie geht es im Berufsleben dann weiter. Das heißt, die Techniken, die dann auch im Beruf ausgeübt werden, das versuchen wir auch in der Werkstufe in den Unterricht mit hineinzunehmen. Also jetzt zum Beispiel bei mir beim Schreinern ist es so, dass wir genau die gleichen Techniken anwenden bei den Werkstücken, die auch ein Schreiner in seiner Werkstatt anwendet, mit dem Handwerkszeug. Also wir arbeiten nicht mit Maschinen, sondern rein mit dem Handwerkszeug. Aber von den Arbeiten her und von den Ausführungen her, so wie das handwerklich richtig gemacht wird. Da brauchen die Schüler natürlich viel Unterstützung, viel Hilfestellungen. Aber es ist einfach wichtig, dass sie diesen Schritt schon langsam gehen, von der Schule eben weg in das Berufsleben hinein. Wir erleben ganz stark, dass wir mit der Erziehung der Schüler auch den Auftrag haben,
uns selbst immer wieder kritisch anzuschauen und unsere Selbsterziehung in die Hand zu nehmen. Ich kann von einem Kind nicht erwarten, dass es sich wandelt, dass es sich verändert, wenn ich als Lehrer nicht bereit bin, auch diesen Weg zu gehen. Und so ist eigentlich der Weg des Lehrers die ganze Schulzeit hindurch mit dem Kind ein gemeinsames Wandeln und ein gemeinsames Begleiten. Und das macht die Arbeit auch so beglückend für den Lehrer, weil er eigentlich nie stehen bleiben kann.